Moin, moin zusammen. Ich wünsche euch erstmal einen schönen 1. Mai 2022. Ja, Wetter ist so lala, ne? Also, ob das jetzt so das Superwetter ist, um zur Maifeier zu gehen. Ich weiß es nicht. Ich habe es vorgezogen, zu Hause zu bleiben und hier ein bisschen weiter rumzubasteln. Dazu später mehr. Also, ein bisschen was hat sich an meinem analogen Zeugs hier getan. Ich habe auch die New Haven ein bisschen hergerichtet, zeige ich euch aber in einem anderen Video mal, irgendwann, wenn die entsprechend passenden Wagen dazu da sind. Ja, also analog lassen wir heute mal. Ich dachte, es ist mal wieder Zeit für was Digitales. Von meinem, ja, sag ich mal, aktuellen Layout, C-Gleis-Layout und ja, ihr seht schon, es geht um Insider. Es geht um Insider und zwar, Überraschung, Überraschung, E445 von 2021, genau, raus vorgestellt in 1 2021, und das Modell war so ein Must-have für mich. Ich wollte die Lok haben, die fand ich richtig stark, aber ich habe den Bestellschein nicht ausgefüllt, warum auch immer. Also ich war immer bei meinem Dealer, ne? Da im Modellbahnladen und habe dann gedacht, ah ja, weiß ich nicht, ne? Soll ich die bestellen? Weil 500 Euro, Leute, für eine E-Lok, das ist schon ein Haufen Asche, ne? Aber dafür, das Modell kann richtig was. Also das Modell kann was, und ja, wie es sich dann so ergeben hat, irgendwann Ende letzten Jahres, glaube ich, bin ich dann im Laden gewesen und habe dann gesagt, hey, hier, Andreas, ist das eine 39445 Artikelnummer? Merkt ihn? Und so, ja, das ist eine Insider. Was willst du denn dafür haben? Immer die Frage, die man dann so stellt. Und er sagt, oh, muss ich nachgucken. Holt dann seinen Schlüssel von der Vitrine. Und so, ich gucke jetzt mal. Mir fällt hier schon gleich der Bon entgegen, was ich dafür bezahlt habe. Tatsächlich, also er macht das eigentlich bei jedem, auch bei den Insider-Modellen, ne? So 10% kriegst du da im Laden. Und also den Listenpreis, die UVP, muss man, glaube ich, heute bei keinem Händler bezahlen. Nicht mal als Insider für ein Insider-Modell. Es gibt sogar Läden, weiß ich, irgendwie in Sande soll es so einen geben, der sogar für Insider ein bisschen mehr Rabatt raushaut. Okay, finde ich in Ordnung. Fahre ich aber deswegen nicht hin. Und ich habe bezahlt hier 419. So, rechnen wir mal schnell. Also normalerweise 10%. 450 hätte ich wohl bezahlt, wenn ich sie direkt bestellt habe. So habe ich nochmal 30 Kröten gespart und bin dann tatsächlich wieder mal durch so eine blöde Frage Besitzer dieser tollen Lok geworden, ne? Konnte es dann wieder nicht lassen. Mal gucken, habe ich euch jetzt hier meine Transaktionsnummer gezeigt? Ja, aber nicht. Ne, kann man nichts drauf erkennen auf dem Bon. Brauche ich dann nicht nacharbeiten? Muss man das? Ja, die Welt ist schlecht, man muss das. Jo, Innenverpackung. Lok zeige ich euch noch nicht, weil ich die natürlich ausgepackt habe. Will euch trotzdem die übliche Verpackung zeigen. Hier, na, hier sind noch die Zurüstteile. Die habe ich natürlich nicht dran gemacht. Das sind
Schraubenkupplungen, Bremsschläuche, ja, also alles, was schön abfallen kann und nur was für Vitrinenbahner ist. Oh, apropos Vitrinenbahner, hatte ich das Thema schon mal angesprochen. Irgendwann hat man so viel Rollmaterial, da kommst du ja um Vitrinen nicht rum, ne? Ich habe jetzt auf einem anderen Kanal noch gesehen, da hatte einer so eine Vitrinensammlung erstanden. Und da waren wirklich von, ich weiß nicht, lass das 20 Lokomotiven gewesen sein. Waren dann tatsächlich gerade mal 4 Stück noch fahrbereit. Das heißt, Vitrine eigentlich nichts gut, weil Lokomotiven sind zum Fahren da, sonst verharzen die. Außerdem in der Vitrine vergisst man ja schon mal schnell. Die stehen da ja nur, dass man da vielleicht auch mal was an Wartung reinstecken sollte. Zumindest ein paar Minuten mal entharzen, das Ding mal laufen lassen und so weiter. Aber gut, die Veterinäre, wie heißen die? Heißen die Veterinäre? Nein, Vitrinensammler? War jetzt ein Scherz, ne? Also, die Vitrinensammler werden wissen, warum sie es tun. Ich mache das nicht. Und hier ist sie. Die E44 507. Für mich, es ist wirklich ein wunderschönes Modell geworden damals. Also was heißt damals? Das ist ja wirklich eine der frischesten Lokomotiven, die ich aktuell im Sortiment habe. Also nein, der Versuchs-VT von 2000, der ist dieses Jahr rausgekommen, 22, den habe ich auch. Das ist dann tatsächlich mein aller aktuellstes Modell. Das zeige ich dann auch nochmal. Aber ich muss schon sagen, hier hat Märklin wirklich ganz tolle Arbeit geleistet. Also das ist allererste Sahne. Vom Detail her, muss ich schon sagen. Drehen wir das Ganze noch mal, dann könnt ihr das hier von der anderen Seite sehen. Ja, also das ist für mich wirklich ein Insider-Modell, du sollst nicht mich scharf schalten, du sollst die Lok scharf schalten, was wirklich aller Ehren wert ist. Und ich finde die einfach geil. Ich zeige auch nachher auch, wie die läuft. Wir werden die nachher nochmal aufgleisen mit entsprechendem Wagenbestand. Baureihe E445 ist ja tatsächlich noch vor der Umnummerierung durch die Deutsche Bahn passiert. Na, was habe ich hier? Lesen. Nein. Nein. Quatsch, ich erzähle dummes Zeug. Also hier steht so viel zu E-Lok-Betriebsnummern in dem Insider-Heft. Also die E44 hier nochmal aus dem Insider-Magazin ist eine Vorbotin der modernen Elektrolokomotive. Ja, so jetzt kann man mal eben vorlesen. Das ist eine komplette Neukonstruktion, dass das sehr filigran ist und vor allen Dingen auch, boah, die ist schon schwer. Ja, also die hat auch mit meiner Steigung null Probleme. Ja. Dann hat sie was dem Preis vielleicht ein bisschen auch noch rechtfertigt, dass sie jetzt diese senkbaren Heb- und senkbaren Schirnstromabnehmer hat.
zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Das finde ich ein richtig geiles Feature. Also inklusive Sound vom Anheben und Abheben. So, und ja, die Dachpartie haben wir. Spielwelt, ja, gibt es immer wieder Diskussionen drüber. Ich nutze den Spielewelt-Decoder tatsächlich nicht. So, und ich habe euch tatsächlich gerade angeflunkert. Der Preis war nicht 499. Also für die Schweizer Freunde, das war der Preis in Schweizer Franken. Und der ist 469 Schweizer Franken und 499 US-Dollar. Also die Lok kostet in USA 499. Und hier hatte sie, wenn man sie bestellt hat, 459 gekostet. Also ich habe nichts gespart. So, war ich wieder viel zu gierig. Egal. Ich habe mir die Lok gekauft und bin mega, mega happy damit. Ich will gar nicht auf das ganze Zeug eingehen, was da zu der Lok geschrieben ist. Man kann sich das hier alles durchlesen. Hier gibt es jede Menge Facts dazu und kann man sich durchlesen und ja, schöne Sache, was MacLean da immer macht. Viel Hintergrundinformation. Was ich eigentlich mal ansprechen wollte, ist das Thema Wagenpackung. Also, die werden ja immer, ne, da hängen sie hinten dran. Zu den Lokomotiven gibt es immer passende Wagen. Also wirklich passend. Also, das war mit Nummerierung und allem Pipapo. Dann Beleuchtung, Innenausstattung, tralala. Wie haltet ihr das? Kauft ihr euch diese Sets? Oder guckt ihr mal in eure eigenen Bestände, so wie ich das gerne mache, und überlegt mal, was habe ich denn selber in meinem Fuhrpark? Und kann ich eventuell diesen Zug, so wie er da von MacLean angeboten wird, kann ich den selber nachstellen. Und das habe ich gemacht. Und zwar habe ich, also der besteht, wenn man sich das bei MacLean anguckt hier, ich muss nochmal eben die Seite aufmachen. So. So wird der Wagenverband angeboten. Von MacLean. Ja. Der hat natürlich schon mal ein paar Features, ne? LED-Innenbeleuchtung, Zugschlussbeleuchtung, stromführende Kupplung, 30 Preiserfiguren sind da drin. Jo. Das war es dann aber auch schon an Features. Also nichts, was man nicht selber machen könnte. Außer vielleicht die Bedruckung, dass der Zug irgendwie nach Freilassing geht. Und ja, das ist das Unterschiedliche. Die Zuglaufschilder, weiß ich nicht, ob man die wirklich erkennen kann auf der Anlage. Vor allem, wenn man sein Zeug fährt. Also ich fahre mein Zeug ja wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Thema Vitrine oder nicht Vitrine. Also ich habe Vitrinen, aber das Zeug, was drin steht, fährt. So, Ende der Diskussion. Habe ich geguckt? Was habe ich? Klar. Ich habe Donnerbüchsen. Und zwar aus dem Startset 2913. 2913 ist es bekannte Startset, wie ist das noch, Gleis 1 mit
mit der 74er. Ja? Damals sind diese hochemotionale, aufgeladene Werbung, die, glaube ich, bei vielen Vätern zu Weihnachten echt funktioniert hat. Also das war bisher noch mit Abstand die beste Werbung, die Märklin aufgelegt hatte. Gleis 1, top. Spielfilmqualität, echt super. Und in dieser Packung sind halt die Donnerbüchsen drin. Einmal zweiter Klasse. Upsi, schwitzige Finger. Sind trocken. Einmal erster Klasse. So, die haben auch schon eine Inneneinrichtung und müssen eigentlich jetzt von mir nur noch mal ein bisschen ausgestattet werden mit Preiserlein und einer Beleuchtung. Da gibt es ja jetzt dieses neue Beleuchtungsset, was man da einsetzen kann. Muss ich mal schauen, ob ich das mache. Ich finde das ganz schön teuer. Finde ich echt teuer. Also da muss ich noch überlegen. Vielleicht mache ich es auch anders, dass ich stromführende Kupplung, das werde ich glaube ich machen. Also ich mache da stromführende Kupplungen dran und setze da LED-Streifen ein. Und dann gibt es glaube ich so ein 20er oder 30er Set mit Preiserfiguren. Kann auch diese China-Figuren nehmen, weiß ich noch nicht. Und werde die dann da reinsetzen. Schwieriger wurde es schon bei den Kollegen hier. Das sind. So sind wir eben hier. Ach, wisst ihr eigentlich, dass ich meinen ganzen Fuhrpark katalogisiert habe? Also, wenn ihr mal gucken wollt, was bei mir so an Wagen unterwegs ist, da könnt ihr auf meine Internetseite gehen und dann gibt es da tatsächlich einen Link, der heißt dann, lass mich überlegen, Sammlung. Und da kann man sich dann durchklicken. In der Hauptnavigation findet ihr das, was da an Wagen bei mir läuft. So. Und zwar kommen die Wagen. Warum finde ich sie denn jetzt in meiner eigenen Sammlung nicht? Keine Ahnung. Mein Gott, ist das peinlich. Leute, das kann doch nicht wahr sein, dass ich die nicht katalogisiert habe. Ich schaue nochmal. Tatsache. Nee. 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 Ralf, du bist eine Schlampe. Also da habe ich mich ja jetzt mal wieder selbst übertroffen. Also, ich habe die beiden Wagen nicht katalogisiert. Die sind wirklich wunderschön und sind Abteilwagen. So, und zwar einmal zweite Klasse und einmal zweite und erste Klasse. Ja. Bauart BE oder ABE. Echt. Guckt mal bei eBay, ihr findet diese Wagen wirklich, diese Bauart von Märklin wirklich sehr schwer. Also die sind, da habe ich Glück gehabt. Ich habe die dann mit diesen ganz alten Abteilwagen, also die beiden hier und die alten Abteilwagen habe ich gefunden und tatsächlich in einer Auktion erstehen können für einen wirklich günstigen Preis. Also haben wir schon mal
haben wir schon mal die vier Wagen zusammen. Fehlt noch der Einheitsgepäckwagen. Und sieh da, sowas hatte ich auch. Allerdings mit diesen braun-gelben Fenstern. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Ist Deutsche Bundesbahn 4140. Den gibt es auch tatsächlich recht günstig. Ist noch einer aus der analogen Zeit. Wann ist der gebaut worden? Ich guck mal eben schnell nach. 4140. Genau. Von 1978 bis 1989. Also da hat eigentlich noch keiner über Decoder geredet. Ne? Hat aber Kurzkupplungen, allerdings hier diese festen Gestelle. Ne? Also nichts mit Kulisse oder so. Trotzdem, ja, der neue, der ist bestimmt Kulissen geführt, keine Ahnung. Aber ich finde den vollkommen ausreichend. So, und ich würde sagen, wir gleisen jetzt mal auf und ich zeige euch mal die Lok, bevor ich hier noch weiter sabbel. So, ich habe die mal hier so weit vorbereitet, dass ich sie aufs Gleis schieben kann. Die gute. So, nehmen das mal weg. Und los. Also, die hat wirklich ein super sanftes Fahrverhalten. Ja. Aber ich fahre sie jetzt mal in die Mitte. Guck mal, ob ich hier das Ganze noch ein bisschen mehr ranzoomen kann. Ja, das geht. Ich möchte euch diese Pantografengeschichte zeigen, dass das richtig cool aussieht. Also, jetzt mal einfach den Sound einstellen, weil dann wirkt das noch ein bisschen besser. Und wir schalten mal den Pantografen. Gehört. Und das Einklappen. Das Ganze geht natürlich auch auf der anderen Seite. Und wir lassen ihn nochmal einklappen. Also das finde ich schon eine richtig krasse Funktion, ne? Muss ich sagen. So, Beleuchtung ist natürlich schaltbar. Kann man das sehen? Jawohl. Genau. Ihr könnt die Führerstände einzeln schalten. Da kann man den Lokführer hin und her laufen lassen, ne? So, dann gibt es hier noch Kuppelgeräusch. Den Schienenstoß kann man natürlich einstellen, das hört man dann nicht. Ihr könnt ja natürlich verschiedene Pfeifen. Sanden.
Druck ablassen. Druck ablassen, auch nicht schlecht. Ja, Schaffnerpfiff ist, glaube ich, Standard, ne? Ja. Also, die beschäftigen bei Merkel alle nur den gleichen Schaffner. Da geht nichts anderes. Ja. Richtig rumnerven kann man damit. Was kann ich das noch hier haben? Noch weitere Funktionen? Ja, Bahnhofsdurchsage, ne? Einsteigen und Türen schließen. Nächster Halt, Berchtesgaden. Ja, mit Vogelgezwitscher, ne? Türen klappen. Noch? 8 Tage vor Weihnachten beginnt das Christkindl anschießen. Täglich zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr werden begleitend zu den Kirchenglocken Böller geschossen. Spaßansage, ne? Zusätzlich vor der Christmitte eine halbe Stunde lang. Na, den toll. Abschluss bildet ein letztes Böllerschießen an Silvester. 15 Minuten bis Mitternacht. Um Punkt 0 Uhr schweigen die Böller. Es wird für ein gutes neues Jahr gebetet, bevor noch einmal eine Viertelstunde geschossen wird. Ja, muss man nicht haben, ne? Zu den wenigen deutschen Elektrolokomotiven, die von einer einzigen Strecke beschafft wurden, gehören 1934 die Dieselgeschwindigkeit in E44. Können wir das stoppen? Kann man das stoppen? Ich weiß es nicht. Legen ihre Wurzeln in den erfolgreichen Versuchsfahrten ab Juni 1931. Hier wird nochmal. So. Ende Gelände. Gestoppt. Also, falls das mal jemand merkt, ne? Hebt die einfach vom Gleis. So, dann fahre ich die mal ein bisschen vor. Und ich hol mal die Wagen. So, Schub. Ja, das wird schon nix. Ich habe hier echt nur ganz wenig Platz, um solche Aufgleisaktionen zu machen. Zack, aber das funktioniert ganz gut. Dann kommen jetzt noch die Donnerbüchse. Schub, ich spiele so gerne mit dieser Lok, ne? Das ist wunderbar. Ich liebe das Teil, ehrlich. Weil das ist so eine Lokomotive. Mit der kann man spielen. Also, die ist natürlich super filigran und nichts für Kinder. Ne? Aber sie hat halt so wahnsinnig viele Funktionen, dass man da ganz toll mit spielen kann. Und vor allen Dingen, dass sie dann hängen bleibt. Na, das macht jede Lok da übrigens an der Stelle. Ich weiß nicht, irgendwas. Da ist so ein ganz kleines Stück, wo das Herz von der Weiche keinen Kontakt bietet. Warum auch immer. Ich hab's noch nicht raus und werd's bei dieser Anlage höchstwahrscheinlich auch nicht mehr erfahren. So. Jetzt. Also. Sorry für das Gezappel. Ich mach mal hier den Zoom auf normal. So, dann fahren wir einen Pantographen hoch in Fahrtrichtung. Ups. Kann man jetzt sehen? Der ist jetzt oben. Sorry, ich habe mit der Kamera nicht aufgepasst. Und dann lassen wir sie mal fahren. Und verschwindet sie natürlich auch gleich bei mir im Tunnel.
Und wir müssen erstmal ein Stück weit fliegen über Katzenbach und kommen dann auf meine quasi Paradestrecke. Und sind vielleicht auch ein Stück zu schnell. So, wir warten jetzt einfach mal. Also mein Schattenbahnhof ist ziemlich lang, da liegt viel Gleis und das dauert einige Zeit, bis die Züge wieder zum Vorschein kommen. Und ihr merkt, dadurch, dass wir Tonaussetzer haben, dass bei mir so ein paar Macken sind, die ich bereinigen muss. So. Und im Eifer des Gefechts habe ich vergessen. Na was? Ich habe vergessen, die Weiche zu schalten. Ach komm, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. So. Also. Das ist zwar ganz hübsch. Fangen wir mal den Panto ein. Ganz rückwärts. Ja, Bremsen quietschen funktioniert auch. Zack. Und dann fahren wir mal in den Bahnhof ein. Da, wo sie eigentlich hin sollte. Achso. Sinnvollerweise dann auch mit Pantograph. So. Die Lok lässt sich schon sehr exakt fahren, ne? Also das muss ich wirklich anerkennen. Was sie auch macht, sie schafft wirklich mit den Wagen auch meine völlig übertriebene Steigung hier. Also das ist ja der Baufehler überhaupt, den man machen kann. Und ich habe den auch gemacht. Aber die E44 hat damit überhaupt keine Schmerzen, ne? Also, die zieht da auch echt so durch. Ja, das kommt dann davon, wenn man zu wenig Gas gibt. Ich hoffe, dass sie jetzt kommt. Aber haben wir gleich mal eine andere Perspektive. Okay. So. Oh ja, ja. So, jetzt seht ihr auch ein bisschen mal was von meiner Anlage. Da wurde ja dann auch schon mal drum gebeten in den Videos. Ihr findet, ich habe vorhin die Wagen da rein schon. Ach, shit, 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 ne? Gott sei Dank sind wir hier nicht in der Realität.
Und nur haben wir es hier nur mit, ernsthaft jetzt, mit Spielzeug zu tun. Ich habe vorhin, als ich das hier vorbereitet habe, eine schlechte Vorbereitung, habe ich hier die Schwerlastwagen, wo ich die neue Ladung letztes Mal ausgepackt hatte, ne? Die habe ich da reinrangiert mit meiner 112 und habe vergessen, tatsächlich die Weiche zu schalten, wie das denn so immer ist. Okay. Also, Pleiten, Pech und Pannen. Mal gucken, dass wir hier irgendeine Perspektive kriegen, wo ihr sie dann gleich schon sehen könnt wieder. Lass die jetzt mal hier. Mal Ton aus, Licht aus, alles aus. Fahren wir dann nochmal ran, so weit wie es geht. Okay, da ist natürlich jetzt der Fahrdraht im Weg. Apropos Fahrdraht, lass mal was hören. Also ich habe, wie ihr seht, weder Märklin noch irgendwelche anderen bekannten Marken hier an Masten, sondern ich habe Masten, die im 3D-Druck entstanden sind. Und der Fahrdraht ist von Fiesmann. Ja, und so ein paar Turmmastgeschichten, die ich aus einem alten Vollmast-Set habe. Hier, das seht ihr da, ne? So. Wenn euch das interessiert und ich soll da mal was drüber machen, dann gerne. So. Jetzt bin ich auch wieder da. Also. Das war die Geschichte mit der E44 und dann will ich euch noch kurz ein Update geben über das, was mit der Analoganlage passiert. Und zwar habe ich hier so ein bisschen Absturzsicherung gebaut. Mal ein bisschen Abstand machen hier. So. Ja, also wie ihr wisst, das ist ja Industriekreis, weil es im Regal ist, im IKEA-Regal. So, noch ein bisschen weiter. Und da habe ich mir dann einfach, ich habe noch so ein Reststück, kann ich euch zeigen. Ich stehe auf Holz, ne? So, hier, so eine Leiste hier besorgt. Gibt es im Baumarkt. Ne? Habe ich mir geholt, vorgestern. Und habe das dann entsprechend verbaut. So, das kennt ihr hier. Hier geht es einmal rum im Karussell. Und hier habe ich ein bisschen 3 mm Platte erstmal verlegt. Einfach aus dem Grunde, weil da zu viele Unebenheiten drin waren. Ich habe aber nicht mehr genug davon. Also ich muss jetzt tatsächlich nochmal zum Baumarkt und mir da was holen. Hier, da seht ihr schon, da sind nur noch Reste. Und hier habe ich dann auch entsprechend wieder Absturzsicherung gemacht. Dann habe ich, um das mal eben wegzubringen hier, habe ich mir hier nochmal so Schrauben kommen lassen. Also schwarze Gleisschrauben. Der Händler will 10 Euro für 100 Schrauben haben. Finde ich jetzt, weiß ich nicht, ich meine, wir sind zwar modellbar noch, aber finde ich jetzt ein bisschen heftig. Ja? Also nur, ich habe mir die einfach mal kommen lassen, weil ich dachte, okay, probier es mal aus, so eine Mustersendung. Kostete mich irgendwie 2,50 inklusive Versand. Fand ich aber schon ganz schön teuer, ne? Für 30 Schrauben.
Ich wollte natürlich schwarze haben. Und mir ging es darum, vor allem hier diesen Industriegleis, Industriekreis ordentlich zu fixieren, damit die Loks da nicht entgleisen, weil sich das Gleis verschoben hat. Ne? So, das ist der aktuelle Stand. Dann müssen wir vielleicht noch erzählen, was ich so vorhab in Zukunft. Erstmal Urlaub machen. Ich werde wohl 2 Wochen lang keine Videos machen. Ich werde nochmal, weil ich es versprochen hatte, meine beiden No-Hubs zeigen in den nächsten Folgen. Und dann mache ich meinen Jahresurlaub für 2 Wochen. Und ja, so je nachdem, wie das Wetter ist, werde ich dann weitermachen. Also und vor allen Dingen natürlich auch, wie es euch gefällt. Wenn ihr etwas wissen möchtet zu dem, was ich gerade treibe hier und mache, ja, lasst mich das gerne wissen. Ich mache dann gerne auch ein Video, mache ein bisschen den Erklärbär zu dem, was ich habe. Wenn ihr Anregungen habt, gerne in die Kommis. Und jo, ich freue mich natürlich über jedes Abo. Bis dahin, ich freue mich, dass ihr wieder zugeguckt habt. Und jo, mal schauen. Also, nächste Folge, NoHub, versprochen, mache ich. Und dann recherchiere ich auch wieder ein bisschen besser. Alles klar, bis dann, ciao.